Herzlich willkommen zur weiteren Folge zum Spiel Handschuhe. 7 Days to D. Wir werden jetzt hier mal gucken, nach den Kisten abgeworfen wurden. Schauen wir mal, wo die sind. Nebenbei, ich hatte schon ein bisschen was vorbereitet. Das Haus ist nun in groben Zügen fertig. Ja, ganz groben Zügen. Und zwar ist innen drinne jetzt auch schon eine Treppe vom Keller aus und jetzt das Haus können wir also nur von innen betreten. Ist aber noch lange nicht fertig, das heißt wir müssen noch aufwerten mit Ziegel, um einen Wert von 1500 zu erreichen und wir müssen ringsherum die Teile machen. Was ist heute los? So ein so Nebel? Wir fahren mal Richtung, schauen wir mal, einmal ist da was, oder so weit fern. Das ist ja ein Schneegebiet. Ist aber fast genau weit weg. Wir fahren jetzt mal an diesem Ziel hin. Da können wir die Straße folgen und dann fahren wir quer. Und mal schauen, ob wir richtig fahren. Gucken. Das ein Ziel und das andere. Nur die Straße folgen hier. Ja, wir haben irgendwie komisches Wetter hier. Keine Ahnung, was für Wetter wir haben. Ist so entweder Nebel oder Dunst. Ich weiß auch nicht. Hier stehen unsere schönen Bäume. Unser Holz für die Zukunft. Aber unser Haus mal zeigen. Oder mein Haus. Da steht die Hütte. Hier ist von draußen, kommt noch weg. Und da kommen überall hier so wie da Ziegel hin. Die Ziegel haben einen höheren Wert. Und da kommen überall die Dinger hier hin, die vorne, diese roten hier. Und zwei oder drei rein, je nachdem wie viele Dinger ich habe. Ein paar habe ich schon produziert. Habe ich in der Kiste unten. Wenn er wieder suche. Ne? Und schauen wir mal. Hier folgen wir den Weg Richtung Abwurfstelle. Ja, sind genau richtig. Und ein bisschen paddeln. Radeln, ne? Also radeln hier, ne? Und nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Dingen. Wir können ja nur für die Zukunft sagen, okay, das lohnt sich mal hinzufahren. Aber erstmal müssen wir uns die Kiste holen. Die Kollegen lassen wir auch mal links liegen. Weil das wollen wir uns nicht ablenken lassen, ne? Wenn wir genug Platz haben, können wir ein bisschen hier aufsammeln. Oh, ein Rucksack. Wasser holen wir noch. Wollen wir mitnehmen, ne? Wasser holen wir auch noch. So, lass mal links liegen, die gute Frau. Autobahn-Verrücktour. Ja, genau. Du sprichst voll meine Sprache. Ich verstehe jedes Wort. Ja, oh, da sind ja eine Wüste hier, eine Trockenzone hier. Biegen wir da vorne die Straße ab hier.
Also hier möchte ich nicht lange aufhalten, hier schnell durch und raus. Was hier passiert ist, keine Ahnung. Aber hier ist irgendwie Unwetter. Hier pfeift der Wind. Noch längst eine Brandzeit normalerweise, wo du Feuer fängst. So, die Richtung habe ich mal. Scham schon mal. Kontrolle. Ja. Nicht mehr lange, nicht mehr weit. Das Blei. Wir werden auch eine Mine für Blei. Blei fördern und Nitrat. Aber das muss ich offscreen machen, das ist so eine Pickerei stundenlang. Das Ding ist links von uns. Oh, da ist ein Wolf. Das ist beides negativ. Der Zombie, der kann man noch, den kann man flüchten. Dann muss ich mal zum Haus gehen. Obwohl das auch nicht sicher ist. Haben wir gespeichert? Klebeband, Medikett dabei. Das Haus ist nämlich auch nicht sicher, muss man so sagen. Es sei denn, er kann nicht hoch, ne? Aber das ist meist doch der Fall. Jetzt sehe ich ihn nicht. Oh, typisch. Nicht nachgeladen. Ja, tut mir leid, aber hat die anderen geweckt. Nö, nicht doch. Oh. Auf dem Zeug. Messer muss ich haben. 5. Die Messer fehlt von mehr aus, deswegen nehme ich Messer. Also ich habe nicht gejagt wegen dem Fleisch oder wegen dem Fell oder dergleichen, sondern einfach weil die Brüder mir jetzt hier zu nahe kommen. Und hier irgendwo ist die Kiste, da will ich mal nur schauen. Und es gibt schöne XP. Gib mal Ei heute. Fahrrad, wo bist du? Mal gucken, wo die Kiste ist. Hier vorne. Ah, zum Lernen für Mischer und Medizin und bis Munition. Und
Also ging immer nicht rein. Fahrrad, wo bist du? Da. Also ohne dieses Ding da oben wäre ich fast verloren. Ne? Oh, die andere Kiste auch noch. Das sind die Pflastersteine für die Mauer, die ich nebenbei herstelle. Das war klingt so komisch, aber ist halt so. Gehen wir mal zurück. Das können wir nicht liegen lassen. Hier war die Rücktour nicht. Nicht wegen die Tat, aber wegen dem Knochen. Ich brauche so viel Knochen. Kann sich keiner vorstellen. Knochen und brauchen wir für Kleber und Kleber brauchen wir für Reparaturkits für unsere. Aber Absteinwerkzeug, wie drüber im Prinzip brauchst du das schon. Weiß, ne? Ich brauche im Prinzip eine Mine mit Kupfer oder Zinn, da könnte ich mir sich alleine erstellen, aber ich glaube, das gibt es hier gar nicht. So, wir haben zur Straße zurück. Ja, wir sind gleich weg hier. Und da ist wieder noch blöder. Ganz am Anfang, das erste Mal, wie ich gespielt habe, da war ich hier in so eine Gegend gelandet. Ach okay, je. Und alle hat man so Neulingsbonus, da geht's noch, aber später ist es nicht so gut. Da brauchen wir spezielle Kleidung, glaube ich. Ja, nehmen wir noch mit hier. Also ein bisschen fett und na doch hier. Das ist egal. Die nächste Kiste wartet. Aber auch das ist gut. Das brauchen wir zum Reifen herstellen. Und das ist Blei. Gut. Kann man gebrauchen, ne? Dieser Blei ist nicht so ein Problem, das können wir alleine herstellen. Na, heute Häuser machen wir keine. Wir müssen ein bisschen umstapeln und leeren. Was können wir nicht stacken? Bretter schon, aber das kriegen wir garantiert nicht mehr normal. Die Steine nehmen wir raus. Ansonsten einfach mal ein Hütchen dahinter, ne? Und dann haben wir Platz. Weiter geht's Richtung zweite Kiste. Wir müssen kurz ins Eisland fahren, wo Schnee und Eis liegt. Also, runter Schnee ist ja Eis. Ja, hier ist ja, ein Bauernhof.
Was ich noch machen muss, ist Gartenbau anlernen, also ein bisschen, dass wir zumindest Mais anbauen können. Kaffee wäre nicht schlecht. Dann könnten wir nämlich gleich so eine Nahrungsproduktion nämlich sicherstellen, dass wir da nicht dauernd hier was suchen müssen. Beziehungsweise auch Fleisch von Wölfen angewiesen sind. Oder Zombie-Bären, also da war ja der Hammer, da wird mir total erschrocken. Ja, da wollen wir noch viel machen, also die Wände müssen aufgerüstet werden. Die unteren vor allen Dingen, oben nicht ganz so wichtig, aber unten ist es schon wichtig. Dass sie nicht gleich beim ersten Mal durchkommen, ne? Also. Jetzt fahren wir ins Schneegebiet. Muss ich schon Schneesturm sein. Nur mal ganz kurz gucken, wie weit das ist. Ja. Durch die Siedlung durch und die erste Straße links. Im Grunde ist das hier für mich keine gute Gegend. Oder habe ich vielleicht doch ein bisschen Klamotten dabei, die es bisschen warm halten. Könnte sein, ne? Geht bergauf. Oh, da zieht der Junge durch, ne? Lassen wir es mal liegen, wenn wir hinkommen zur Kiste. So, die Siedlung haben wir schon erreicht. Noch ist mir nicht kalt, das ist gut. Hier ist zu ruhig. So, Straße links war gewesen. Muss ich kurz prüfen. Da also fehlt mir noch eine Sammlung, da habe ich jetzt keine Zeit für. Genau. Da fahren wir jetzt lang. Du darfst heute leben. Den Hasen wollte ich irgendwann mal. Oh, hier ist ein Zaun vor. Bloß keine Zombies wecken. Die Kiste ist wichtig, alles andere ist man nebensächlich. Auf dem Rückweg können wir den Müllbeutel mal untersuchen. Oh, da ist sie ja schon. Immer die Kiste nehmen. Armbrust zum Leeren und Munition. Und zurück geht's wieder. Könnte ja mit Messing drin sein, ne? Messing. Ach, Blei. Nehmen wir auch mit. Baumstumpf. Da könnte Honig drin sein. Könnte. Es sind erstaunlich wenig Zombies. Ein Ei tiefgefroren.
Das ist ein großer. Da fahren wir weiter. Normalerweise würde ich ihn erschießen, dann muss man Munition sparen. Wenn am Haus will ich noch eine Terrasse bauen, mit einem Holzüberdach Schutz gegen Geier. Und das dauert halt noch ein bisschen. Mitnehmen kann man es ja. In so einem Gebäude muss ich auch lohnen reingehen, ne? Aber wir sind eh schon mal an. Schießpulver. Sind meine Fußstapfen nicht mehr höre. Weg, Papier. Ja genau, das wir an. Ja, doch noch nachladen, das ist ungünstig. Du Sau! Ob sich das gelohnt hat, glaube eher nicht. Papierrollen. Koffer. Brille. Den zerlegen wir. Wir haben gelernt. Alles gut. Es war barrikadiert oder was auch. Ich bin ja neugierig, ne? Ob dahinter wo ist? Küche. Und Messing.
So sieht es mir gut aus. Oh, hat immer daneben geschossen. Oh! Das war eine Sprengfalle. Oh. Kenne ich ja gar nicht. Bin ganz neu. Wie ist mein Koffer weg? Oh, ey, gibt's doch gar nicht. Meine. Oh. So eine Scheiße. Anführungszeichen. Ich muss ja so eine Kälte dahin. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Leute, das ist schlecht. Und das ist weit. Hier ist noch so heiß und dann ist es kalt. Dann geben wir Gas. Tag Nachbar. Tschüss. Ja genau. So, aber schnell. Das machen wir noch fix fertig. Das, ich will meine Kiste suchen muss. Also meine. Dann fress ich im Besen. Ich habe nämlich keine Waffen mehr. Doch, Pistole habe ich jetzt, aber keine Munition. Das gibt's doch gar nicht. So, kurz Luft holen. Ah, oh, wie ein Trauma, das gibt's doch gar nicht. Aber das ist ja unberechenbar. Das muss ich mal anschauen in der Aufnahme. Oh, jetzt ist es kalt. So, das muss da sein, wo mein Fahrrad ist. Ne? Ist hier um die Ecke gleich. Also gut, ist weit. Ja, genau. Warm machen, Junge, warm machen. Warme Gedanken muss ich machen hier. Gott, Luft holen. Also, Zombies waren da keine mehr jedenfalls. Und das ist mein Fahrrad. Ich glaube, hier wurden die Reiniger. Selbst im Haus noch kalt. Wehe dem ist mein Klo nicht. Nee. Das lass ich mal hier schön sein. Kaffee hilft für die Kälte. Habe ich mir sagen lassen. Das ist ja kalter Kaffee, ne? So, wir haben alles geguckt. Hier noch rein. So, wir sind voll. Hier können wir aufsetzen. Tragen. Aber gut, das konnte keiner wissen, also. Normalerweise. So, hier nochmal reingucken. Leer. Leer. Leer, leer. Hm.
Also ich bin voll. Ja, mach gern höher gehen, ich gehe nicht mehr höher. So, liebe Schauders, ich fahre jetzt zurück. Ich danke fürs Reinschauen. Das war immer was Besonderes passiert. Ich werde jetzt mit dem Fahrer setzen und zurückfahren und dann ja, schauen wir mal, ob die Basis weiterbauen können. Dann sage ich immer Tschüss und ciao, ciao. Man hört und sieht sich dann vielleicht in der nächsten Folge. Dann geht es spannend weiter sicherlich. Ne? Tschüss.